Wir befinden uns hier am Grenzübergang, am ehemaligen Grenzübergang Schlutum bei Lübeck. Hier sind die ehemaligen Grenztruppen mit dem Abbau der Grenzanlagen beschäftigt. Hat sind wir schon gewohnt. Da können wir vorstellen, ne? Neue dramatische Operation. Hat sie hier oder was? Wo? Die ehemalige Grenze zur DDR. Ein Wachturm an den Grenzbefestigungen in Dassau, beziehungsweise hinter Dassau, am Königzer See. Sind in so einem erbärmlichen Zustand, dass man, wenn man sein Fahrzeug heil durch die Orte bringen will, nicht schneller als 10 Kilometer fahren kann.
Die Straßen in den Ortschaften sind alle mit diesem Pflaster versehen. Hier gibt es noch viel zu tun. So sieht es fast überall aus. Nun kommen wir zu einem der typischen Gehöfte, die wir an den Straßen gefunden haben. Fast alle Höfe, es ist unglaublich, sehen völlig verwahrlost aus. Da oben ist sie gemacht. Glücks angekommen.
Wir kommen jetzt zur östlichen Begrenzung des Badestrandes von Boltenhagen. Vor uns wieder ein Wachturm. Vermutlich beginnt dort wieder oder begann dort wieder ein Sperrgebiet. Fotografieren verboten. Das war einmal. Der Strand von Boltenhagen. Eine Feriensiedlung für Privilegierte des DDR-Staates. Stelle aus sozialistischen Zeiten. Der Strand. Ein Grabstein für die Helden der Arbeit. Die Prachtstraße von Boltenhagen. Hier geht es wieder zum Strand. Einige der Prachtvillen am Strand. Das
die belebte Strandpromenade.